Wenn was ist, kannst du mich per Handy erreichen. Sag jetzt endlich was, verdammt nochmal! Jetzt reiß dich zusammen, werd nicht hysterisch! Was? Mein Mann bringt fast mein Kind um und ich soll nicht hysterisch sein? Was bist du nur für eine Art? Halt die Klappe! Die Polizei hat eindeutig festgestellt, dass der Traktorfahrer schuld war. Ich bin fassungslos, dass du mir so wenig vertraust. Wie soll ich einem wie dir denn vertrauen? Darf ich Ihnen einen Gegenvorschlag unterbreiten? Ich gehe jetzt kurz raus. Und Sie bleiben hübsch hier. Und dann raus aus den Klamotten. Und wenn ich in 2 Minuten wieder hier bin, will ich dich nackt sehen. Ich habe als Mutter Robert in mir getragen. Irgendwie ist sein Körper ja auch ein Teil von mir. Das ist vielleicht schwer zu verstehen. Ich verstehe Sie, Frau Stein. Niemand kann Sie zwingen, zuzustimmen. Was ich meine, ist, dass die Vorstellung, dass er als Körper nicht mehr vollständig vorhanden ist. Nein, das will ich nicht. Das kann ich auch nicht. Aber die Chance für einen Menschen, durch eine Spende weiter zu leben, das kann man doch auch nicht gering schätzen. Lassen Sie sich bitte Zeit. Denken Sie in Ruhe nach. Nachdenken kann ich ja darüber, aber ich kann Ihnen wirklich nichts versprechen. Ich möchte es nicht. Spaß gehabt. Ich fahre zurück ins Hotel und zwar sofort. Ah, wir sind doch schon auf dem Rückweg. Kommen Sie. Nicht, dass Sie sich erkälten. Mir ist ein wunderbares Restaurant empfohlen worden. Das soll auch kein Zweitweg vom Wasser sein. Erst ins Hotel. Schauen Sie mich doch mal an. Ich würde gleich mit Ihnen essen gehen. Nicht mal mein Bäcker kennt mich so. Oh. Da versäumt er aber was. Ich weiß. Viele Männer gehen zu Prostituierten. Und glaub mir, die Ehefrauen sind nicht immer betrübt darüber. Aber darum geht's nicht. Es waren nämlich nicht nur einfache Besuche in Freudenhäusern. Ernest hatte eine gewisse Vorliebe. Und die galt jungen Mädchen. Sehr jungen Mädchen. Die Madame dieses Etablissements hat sie für ihn besorgt. Du verstehst, was das bedeutet, wenn diese wirklich unschöne Tatsache herauskommt. Ja. Es könnte ein ganz anderes Licht auf den Mord werfen. Wir müssen das verhindern, James. Um jeden Preis. Was in ihn gefahren ist. Wir sind seit 22 Jahren verheiratet. Mensch, Johanna. Du musst doch irgendwas gemerkt haben. Na ja, Männer verändern sich, wenn sie eine Geliebte haben. Flotte Frisur, neues Parfum, schicke Klamotten. Plötzlich treiben sie wie die Verrückten Sport und sind Weltmeister im Erfinden immer neuer Ausreden, warum sie so spät nach Hause kommen. Er wollte ein paar Kilo abspecken. Ich habe gedacht, der macht es meinetwegen. Naja, vielleicht hast du recht. Mit Valentina einkaufen. Die sind öfter länger weggeblieben. Mal mussten sie auf eine Lieferung warten, mal war es ein Verkehrsstau. Verkehrsstau. Entschuldigung. Naja, jetzt weißt du wenigstens, was sie die ganze Zeit über getrieben haben. Ich bin am Ende. Schluss. Aus. Finito. Quatsch. Niemand ist hier finito. Und du schon gar nicht, hm?
Ach komm, Arnold hat so eine tolle Frau wie dich doch gar nicht verdient. Arnold und ich waren ein Team. Ich weiß nicht, wie ich das alleine schaffen soll. Wir haben morgen diese Hochzeit mit 30 Personen. So, mein Fünf-Gänge-Menü. Hey, du bist eine starke Frau. Hm? Und du hast eine starke Freundin. Und die steht direkt vor dir. Ach, komm her. Für die Späte. Heute entschuldige ich alles. Wie schön, dass du doch noch kommen konntest. Bitte, Sie müssen mich retten. Spielen Sie, mein Freund. Darf ich vorstellen, das ist mein Freund. Ja, das ist mein Freund. Hat er auch einen Namen? Oh, Kinder, seid doch nicht so förmlich. Stellt euch selbst vor. Fang du an. Hi. Hi. Max Thomas, hi. Für meine Freunde Max. Ja, hi wie der Fisch, Rüdiger. Na dann, willkommen im Haifischbecken. Hai mit Y. Knapp verfehlt ist auch daneben. Wie schön, Sie kennenzulernen. Beate. Beate Wilkens. Eva und ich, wir haben zusammen studiert, Deutsch und Französisch. Und das ist mein Mann, Christoph. Eva hat uns schon viel von Ihnen erzählt. Ach ja, was denn? Na ja, was wohl. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Sie kennen ja den Spruch. Sie? Sind Sie noch per Sie? Sie? Das hat doch Stil, Paul. Hm. Lassen Sie mich nicht so hängen. Machen Sie irgendwas. Naja, die Sache zwischen Eva und mir ist eben noch so ziemlich frisch. Schatz. Ist was? L'amour, l'amour, l'amour. Weil Sie so viel Geld nicht gehabt haben, haben Sie einen Einbruch bei einem Bruder fingiert. Bis Freitagabend hat es mir Zeit gegeben. Bis Freitagmorgen hab ich mit mir gerungen. Tu ich's nicht. Es war doch Heikes Geld. Für Sie bestimmt. Allein bei dem Gedanken, dass der kleinen Hure in den Rachen zu schieben, ist mir schlecht worden. Nicht nur, dass sie der Heike die Rolle weggenommen hat. Dass sie mit meinem Mann ins Bett gestiegen ist. Dass sie mit jedem Mann ins Bett gestiegen ist. Ich hab sie nicht geben können. Ich konnte es einfach nicht. Willst bitte mitkommen? Du musst es ihnen sagen. Heute noch. Ja, aber wie denn, Charlotte? Wie sage ich ihnen, dass Grace ihre Schwester ist? Und wie erkläre ich Lillian, dass ich ihre Mutter nur aus Pflichtgefühl geheiratet habe? Und dass mein Herz immer einer anderen Frau gehört hat? Sag deinen Kindern, wie es war. Sie werden es verstehen. Wieso hast du mit mir gerechnet? Weil du unendlich neugierig bist. Ich verdiene damit mein Geld? Unter anderem. Du wärst doch am liebsten dabei gewesen, als ich mit Veronika geschlafen habe. Oder hast du sie tatsächlich nur zum Tennisspielen vorbeigeschickt? Gut kombiniert. Nicht schlecht. Ich liebe deine Fantasie. Schön, wenn ich dir damit eine Freude machen kann. Und? Was und? Haben Sie schon gewählt? Nein. Und wie geht das jetzt mit uns weiter? Gar nichts geht mit uns weiter. Wieso bist du damals einfach weg? Du hast es selbst gesagt. Die Welt wartete auf mich. War dir eigentlich klar, wie sehr ich dich geliebt habe? Ich habe das Gefühl, ich habe nie aufgehört, an dich zu denken. Habt ihr euch Heringe oder die Achseln geklemmt? Oh,
Rosen gefällig? Oder Nagelfeilen für die Dame? Haarnadeln? Echte silberne Ohrstecker? Oder diesen wunderschönen Glückskaktus? Oder doch lieber Rosen? Rosen? Wo habt ihr... Ist ja auch egal, ich nehme sie alle.